Liebe Freunde gepflegter Unterhaltung, hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Chamäleons. Wir hauen an die Besonderheiten zwischen Männchen und Weibchen, die optischen Merkmale bei jedem Chamäleons, dann die optischen Merkmale bei Pantherchamäleons, dann darf man dem Züchter beim Geschlecht des Tiers glauben und dann noch die Haltungsunterschiede und dann sind wir auch schon quasi durch. Der erste und kürzeste Punkt ist, gibt es Besonderheiten zwischen Männchen und Weibchen? Meiner Meinung nach gibt es die nicht. Der gravierendste Unterschied ist halt, dass Weibchen auch Eier legen können, wenn sie nicht vom Männchen begattet wurden, da die halt teilweise auch so produziert werden können. Aber so an sich, finde ich, gibt es nichts, was so wirklich ausschlaggebend ist für, ja, ich sollte mir auf jeden Fall ein Männchen holen, ja, ich sollte mir auf jeden Fall ein Weibchen holen. So, für mich sind die quasi gleich, weil es gibt vom Chamäleon zu Chamäleon natürlich unterschiedliche Gemütszustände, ne? Jedes Tier ist anders, manche sind schüchterner, manche nicht so, manche sind aggressiver, manche nicht so, da gibt es halt nichts, wo man jetzt sagen könnte, ja, deswegen werde ich auf jeden Fall Männchen oder deswegen will ich auf jeden Fall ein Weibchen. Der gravierendste Unterschied ist halt einfach nur das Eierlegen. Punkt 2, die optischen Unterschiede bei jedem Chamäleon. Das Männchen ist deutlich größer als das Weibchen, hat einen ausgeprägteren Helm. Der ist so circa doppelt so groß als das beim Weibchen. An den Hinterfüßen hat das männliche Nebenchamäleon einen Fersensporn, das ist so ein kleiner Knubbel. Und die Farbe des männlichen Nebenchamäleons ist auch kräftiger. Ich gehe mal stark davon aus, dass es daran liegt, dass es dann in der Paarungszeit den Weibchen besser imponieren kann. Das weibliche Nebenchamäleon ist etwas kleiner, hat einen natürlich auch daraus resultierenden kleineren Helm. Und ist von den Farben nicht so kräftig. Das liegt einfach nur daran, dass, wie gesagt, halt die Weibchen die Eier kriegen und auch austragen. Und deswegen halt einfach, wenn es zur Eiablage kommt und sie sich halt auf dem Boden irgendwas Tolles suchen müssen, wo sie ihre Eier ablegen, dass die dann da besser getarnt sind. Weil wenn zum Beispiel jetzt ein männliches Chamäleon halt so quietschige Farben auf dem Boden rumrennt, ist es für das Tier eine größere Gefahr, als wenn halt jetzt ein weibliches Chamäleon auf dem Boden rumwieselt, was halt so eine blassgrüne, bräunliche Farbe hat mit so unregelmäßigen gelben Punkten, weil dann verschwimmt es eher mit dem Boden, sag ich jetzt mal, als so ein strahlendes Tier, ne? Deswegen sind die weiblichen Chamäleons halt ein bisschen blasser, sag ich jetzt mal. Das ist nämlich kein Chamäleon-Sexismus, nein, es geht um die Eiablage. Die optischen Unterschiede beim jedem Chamäleon sind im Frühstadium, finde ich meiner Meinung nach, schwierig zu erkennen, da sie halt wirklich fast gleich aussehen. So erst im späteren Verlauf des Lebens sieht man halt die Unterschiede ein bisschen gravierender. Ausgewachsene männliche jedem Chamäleon sind deutlich größer als die Weibchen. Auf einer Seite kann man auch einen Lateralstreifen sehen. Das ist so ein weißer Streifen, der sich einmal längs dem Körper entlang zieht. Und an einer dicken Schwanzwurzel. Das heißt, die haben so eine kleine Verdickung hinten, wo der Schwanz beginnt. Und das finde ich halt so krass, weil die Tiere, die sehen halt wirklich jung, finde ich, als Jungtier wirklich fast gleich aus, vom Geschlecht her. Und bis sich halt mal die Schwanzwurzel oder so zeigt oder der Lateralstreifen sich bildet, ist das eher so ein Ratespiel. Mit Murphy hatte ich zum Beispiel auch seit klein auf und da wollte ich auch unbedingt ein Männchen haben, aber da war das auch eher so ein Raten, da man da noch nicht so ganz feststellen konnte, was für ein Geschlecht das Tier dann jetzt am Ende haben wird, da die halt in dem Stadium, wo ich ihn bekommen habe, die Merkmale noch nicht so ausgebildet waren. Das weibliche Pantherchamäleon ist wie bei den Jemchamäleons halt auch ein bisschen von der Farbe her bedeckter, nur dass sie halt bei den Pantherchamäleons nicht mehrfarbig sind, sondern eher so einfarbig, Aprikotfarben, grün, türkislich, so in die Richtung. Auch hier natürlich wieder der ausschlaggebende Punkt, dass sie halt Eier legen und dann bei der Eiablage natürlich ungestört, getarnt und sicher sein sollen. Die farbenfrohste Zeit bei Chamäleons ist die Paarungszeit. Und zwar, wenn sie erregt sind, dann nutzen sie ihre Farbe auch natürlich, um dem Weibchen imponieren zu wollen. Das heißt, da pusten die sich auf und geben dann nochmal alles und sind dann wirklich am farbenfrohsten. Dann sieht das Tier wirklich am schönsten aus. Kommen wir schon zum vorletzten Punkt, und zwar darf man dem Züchter beim Geschlecht des Tieres glauben? So, und das ist immer so eine schwierige Frage. Ich würde so Jein sagen, weil es gibt Züchter mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen. Ja, ich meine, es gibt Züchter, die machen das schon seit zig Jahren. Die kennen sich da natürlich aus, auch mit der Rasse natürlich spezifisch, ne, dass die dann schon die Merkmale so drin haben. Ach ja, guck mal, das ist das, das ist das, das verbindet sich damit und deswegen kann ich dir sagen, das ist ein Männchen oder ein Weibchen. So. Dann gibt es aber auch natürlich Züchter, die machen das erste Jahr, haben ihr erstes Gelege, sage ich jetzt mal. Und das wollen wir jetzt irgendwie an die Leute bringen. Die haben da natürlich höchstwahrscheinlich nicht so viel Erfahrung. Heißt aber nicht, dass es den Tieren dann nicht gut geht. Das heißt halt einfach nur, dass es schwieriger ist,
für die das Geschlecht zu bestimmen. Dann kommt es natürlich jetzt auch auf euch an, wie ihr euch denn mit dem Thema auskennt. Ich meine, ich bin ja auch kein Profi, was das angeht. Ich könnte das zum Beispiel in dem ganz frühen Stadium noch nicht definieren, was für ein Geschlecht das Tier hat, sondern müsste auch erstmal warten, wie es sich entwickelt, um dann sicher sagen zu können, ja, das ist ein Weibchen oder ja, das ist ein Männchen. So, da weiß ich nicht. Aber ne, nur weil es halt ein Züchter im ersten Jahr ist, heißt es ja nicht, dass die Tiere irgendwie was haben oder dass es denen dann nicht gut geht. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Es gibt halt nur verschiedene Erfahrungsstufen, was das Thema angeht. So, und dann sind wir auch schon beim Punkt. Und zwar können erfahrene Züchter je nach Wissensstand halt schon nach 2 bis 3 Wochen das Geschlecht des Tieres bestimmen. Wer natürlich auf der ganz sicheren Seite ist, der guckt sich das Tier nach 4 bis 6 Monaten an. Dann ist es natürlich schon deutlich größer. Aber man kann natürlich die geschlechterspezifischen Merkmale sehr gut am Tier erkennen. Was finde ich persönlich auch eine gute Zeit ist, sind so 12 Wochen. Und dann kann man die Sachen auch schon sehr gut erkennen. Aber wer auch wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, der guckt sich das Tier nach 4 bis 6 Monaten an. Ja, okay, 4 Monate sind dann natürlich auch nicht mehr so weit davon entfernt, von diesen 12 Wochen, aber trotzdem. Ja, weil da ist es dann in der Regel gesagt, dass eigentlich jeder erkennen kann, um welches Geschlecht es sich bei diesem Tier handelt. Und kann ich euch ja zum Beispiel mal erzählen, mein erstes Chamäleon war ja ein Lappenchamäleon, Snippy hieß es, und bin ich halt zum Züchter gegangen und sie hat mich halt gefragt, so, ey, was möchtest du denn für ein Geschlecht beim Tier haben? Ich sag, ja, ich würde gerne ein Männchen bevorzugen, weil mir halt gesagt wurde, es kann halt zu Problemen bei der Eiablage kommen. Und sagt sie, ja, guck mal, kein Problem, hier haben wir ein paar Tiere, habe ich mir eins rausgesucht, das hat mir auch direkt auf Anhieb gefallen. So, habe es mitgenommen, war stolz wie Oscar, habe dann irgendwann nach geraumer Zeit die Erstuntersuchung mit meinem Tier gehabt, bin dann zur Tierärztin und sie guckt mich an, ja, dein Männchen ist jetzt ein Weibchen. Ich sage, ja, coole Nummer. Und dann hat sie mir das halt erst alles erklärt, dass es so früh auch gerade bei dem Tier halt schwierig zu erkennen war, um welches Geschlecht es sich handeln wird und dass man dann vielleicht hätte ein bisschen länger warten sollen, auch wenn man schon ein größeres Tier hat, aber dann halt die Gewissheit hat, welches Geschlecht es hat. So, dann sind wir schon beim letzten Punkt und zwar bei den Haltungsunterschieden. Ja, auch wenn ich gesagt habe, dass es beim Männchen und beim Weibchen keinen großartigen Unterschied gibt, außer die Eiablage, ist das auch wirklich der größte Punkt beim Haltungsunterschied. Das Terrarium könnt ihr gleich lassen, da ist kein Problem an der Bepflanzung oder sonst was, dass die irgendwie auf irgendwas allergisch reagieren. Der einzige Knackpunkt ist halt, dass Weibchen wirklich Eier legen, auch wenn sie halt nicht begattet werden. Dann werden die Dinger halt trotzdem produziert. Aus diesen produzierten Eiern kann es zu Legenot kommen, an der das Weibchen am schlimmsten Fall auch versterben kann, weil sie ihre Eier nicht los wird. Und das ist halt so der Punkt, vor dem die meisten Neueinsteiger auch Angst haben, da sie halt dann denken, okay, was mache ich jetzt, wenn es wirklich zu Legenot kommt? Wie kriege ich das Tier dann zur Eiablage? Was muss ich tun? Deswegen bevorzugen die meisten auch ein männliches Tier. Aber wenn man die Nummer vernünftig angeht, dann ist es auch gar nicht mal so schwierig, ein weibliches Chamäleon auch durch diese Zeit mit zu begleiten. Wenn zu erkennen ist, dass ein Weibchen trächtig ist, ne, das kann man in der Regel sehen bzw. auch ertasten am Bauch des Tieres, da kann man die einzelnen Eier erfühlen. Ja, der auch nochmal wichtig, Chamäleons legen Eier. Ja, das macht nicht auf einmal plöpp und dann kommt ein Chamäleon raus, sondern Chamäleons legen Eier und diese Eier schlüpfen dann nach gewisser Zeit. Wenn zu erkennen ist, dass das Tier trächtig ist, sollte man sich darum bemühen, einen geeigneten Legeort für das Tier zu entwerfen, sage ich jetzt mal. Und da reicht einfach nur eine simple Nummer und zwar ein ausreichend tiefer Eimer, da die Eier verbuddelt werden im Normalfall. Und in diesen Eimer kommt ein Sand-Erde-Gemisch, welches leicht angefeuchtet wird und dann wird dieser Eimer halt einfach zum Terrarium dazugestellt. Natürlich jetzt nicht den Eimer einfach auf den Boden stellen, weil der ist glatt, da kommt das Tier halt nicht hoch, sondern den Eimer schön da ein bisschen ans Terrarium halt angepasst, eingebuddelt, dass das Tier auch den Eimer findet, beziehungsweise nicht einfach nur denkt, wenn es an diesen glatten Eimer stößt, dass er einfach nur eine Wand ist. Ihr braucht das Tier dann auch gar nicht da drauf sitzen auf den Eimer, dass es halt weiß, dass da Erde ist oder so, weil wenn ihr den Eimer vernünftig an das Terrarium angepasst habt, dass das Tier da auch von selbst reinkommt, wird es das auch finden, weil sobald es dann nämlich zum Zeitpunkt kommt, an dem die Eier halt raus müssen, wird das Tier schon automatisch suchen. Ja, dann guckt es, okay, da ist zu hart, da ist zu weich, da ist zu matschig und dann wird es irgendwann euren Eimer finden und dann da happy sein und ihre Eier darin ablegen.
Sobald das Tier halt die Eier abgelegt hat, sollen diese Eier natürlich, die unbefruchteten, natürlich direkt entsorgt werden. Und bei befruchteten Eiern halt soll es zu einer gewollten Schwangerschaft, sag ich jetzt mal, kommen. Und dass das Tier halt befruchtete Eier abgelegt hat, kann dann da so gesehen das Züchten dann beginnen. Und dann kann man auch den Eimer ganz normal wieder rausnehmen und dann hat sich das Tier dann für diesen Zyklus erstmal erledigt. So, das wäre es eigentlich schon gewesen und ich sehe gerade, das Video ist allein schon von der Redezeit her deutlich kürzer geworden. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen, denn ich habe das Video leider schon mal aufgenommen. Ich war quasi schon fertig und habe dann gesehen, okay, mein Stöpsel vom Mikrofon war nicht in der GoPro drin gewesen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt dadurch ein bisschen zu schnell wurde oder ich irgendwelche gravierenden Sachen vergessen habe. Sollte das der Fall gewesen sein, gerne anschreiben. Dann werde ich euch das nochmal irgendwie mitteilen, heißt irgendwie als Kommentar irgendwie noch darunter oder so. Aber ich hoffe mal einfach, dass das jetzt so gereicht hat und euch ein bisschen die Unterschiede näher gebracht habt. Wichtig auch hierbei sei gesagt, das war jetzt irgendwie kein Bevorzugen von männlichen und weiblichen Tieren, sondern ich habe beide Geschlechter vorher besessen, sage ich jetzt mal. Und ich hatte wirklich keinen Nachteil. Also wie gesagt, ich hatte zwei Weibchen und ein Männchen jetzt. Murphy ist das erste Männchen. Damit habe ich keine Probleme. Und auch die zwei Weibchen sind bei mir nie in Legenot gekommen, haben auch nie Eier produziert. Ich wollte jetzt einfach nur sagen, dass es auch sein kann, dass auch Weibchen halt unbefruchtet Eier legen können. Nichtsdestotrotz wäre es das jetzt hier erstmal von mir gewesen. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr Chameleon-Content sehen wollt, auch gerne ein Abo. Für Leute, die sich für das Thema Chameleon interessieren, könnt ihr gerne das Video empfehlen. An sich sind weitere Chameleon-Basic-Videos natürlich in der Playlist verlinkt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und sage bis dahin, macht's gut. Ciao. I've got a question, if you'd hear me out, in your defense you never had a chance, and so tell me straight, I won't go, this is our time now I'm sure, make no mistake, that we are